Hier in diesem Gerichtsgebäude hat gerade der Prozess gegen Anna Sorokin begonnen. Es handelt sich dabei um eine in Russland geborene, in Deutschland aufgewachsene, mutmaßliche Hochstaplerin. Dieser Fall hat für Schlagzeilen in New York gesorgt. Die junge Frau hat angeblich durch Aufbauschen, durch Lügengeschichten, durch das Vorgaukeln, sie wäre eine Millionenerbin, Gelder im Wert von $270.000 sich ergaunert, mehr oder weniger, so zumindest die Anklage. Die junge Frau ist hier nach dem Gymnasium in Deutschland über Paris hier nach New York gekommen. Sie wurde zu einem umtriebigen Socialite in der Szene hier in New York, führte ein Luxusleben, das meiste allerdings auf Pump. Sie lebte angeblich laut der Anklage in Hotels, blieb dort die Rechnungen schuldig. Sie hat sich Kredite, Darlehen von Banken ausgeborgt und nicht zurückgezahlt, hat auch falsche Unterlagen präsentiert. Das alles war Teil eines wirklichen Lebens in Saus und Braus in der Szene. Ein Luxusleben mit Trips nach Marokko, mit Geschäftsreisen, mit teuren Gewand, mit Modeartikeln, wirklich ein tolles Leben, das die junge Frau hier geführt hat, bis eben das Kartenhaus eingebrochen ist. Jetzt, wie gesagt, steht sie vor Gericht. Der Prozess hat begonnen. Sie wurde bereits vor fast 2 Jahren verhaftet, hat die meiste Zeit in Untersuchungshaft verbracht in einem notorischen Gefängnis hier in New York, Rikers Island, und ist vor der Richterin erschienen zum Prozessauftakt in einem Haftoverall mit dicken Hornbrillen. Sie sieht ein wenig eingeschüchtert aus aufgrund des Gerichtssaals. Sie hat auch Handschellen getragen beim Betreten des Gerichtssaals. Der Auftakt verlief nach Protokoll. Ihre Verteidigung will beim Prozess als Strategie anwenden, dass diese junge Frau einfach sich gerne einladen hat lassen, dass sie eine legitime Geschäftskarriere verfolgt hat und ab und wann übertrieben hat mit ihrem Reichtum und mit ihren geschäftlichen Verhältnissen. Die Anklage natürlich zeichnet ein anderes Bild. Sie sagt, die junge Frau hätte ganz bewusst Freunde, Geschäftspartner und Banken betrogen, um an Geld zu kommen. Dieses Verfahren soll jetzt rund einen Monat dauern. 25 Zeugen will die Anklage in den Zeugenstand berufen. Die Richterin sagt, dass sie bis Ende April fertig sein möchte mit der Bestandsaufnahme bei diesem Verfahren. Natürlich müssen vorher noch die Geschworenen ausgewählt werden. Für Anna Sorokin kann es natürlich wirklich dramatisch werden. Sie ist angeklagt in 10 Anklagepunkten insgesamt und die maximale Haftstrafe könnte 15 Jahre betragen. Sie hat ein Angebot der Staatsanwaltschaft abgelehnt, sich schuldig zu bekennen für ein reduziertes Strafausmaß. Dabei hätte dass sie nach Deutschland abgeschoben werden sollen. Das hat die junge Frau abgelehnt. Sie hofft, dass sie im Prozess möglicherweise sogar freigesprochen wird.